Wie läuft das bei euch im Training? Wenn ihr jetzt sagst, so, gibt es ein normales Einspielen zu zweit, wo der Trainer sagt, jetzt mach einfach mal und du kannst selbst machen, was du willst? Also in der Halle, in der Saison hatten wir eigentlich immer, bevor wir ans Netz gegangen sind, zu zweit dieses ganz normale Peppern einspielen. Ja, da ist uns eigentlich gut. Da kümmert er sich nicht viel darum, da geht es eben darum, eben die Schulter warm zu kriegen, den Körper einmal warm zu kriegen. Da kannst du dann natürlich auch ausprobieren, was du machen willst. Jeder macht dann vielleicht immer das Gleiche oder manche sind da eher die Spielertypen, die sich da hin und her hetzen. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ja, und wenn du jetzt mal so die letzten Jahre so deiner Karriere guckst und verschiedene Trainer hast, haben die das alle genau so gesehen oder gab es da völlig unterschiedliche Trainertypen? Na, dieses Einspielen, finde ich, das zieht sich schon relativ durch. Also ich bin auch eher nicht so der Warmmacht-Typ. Ich will eigentlich lieber schnell an Ball und ans Netz und so. Von daher ist das eher eine Phase, die ich überstehen muss. Und je kürzer, desto besser. Aber ja, das zieht sich eigentlich durch alle Trainer durch. Ja. Okay, wie ist das bei euch auch? Freies Einspielen, wie ihr möchtet? Ja, also gerade auf Vereinsebene schon in der Nationalmannschaft. Ist mir jetzt das erste Mal so entgegengekommen, dass es doch eher dann gleich 6-6 aufs Feld und dann halt mit lockeren Spielübungen, um warm zu werden, aber halt dann schon auf dem Feld sein und halt. Also das heißt wieder sehr spielnah, aber dann zum Warmwerden noch mit dosiertem Tempo und mit dosiertem Kraftansatz natürlich. Und eher vielleicht so mit kleinen Aufgaben wie Leger hinter den Block oder mit einem Block spielen, dass man halt nicht Vollgas gleich mit kalter Schulter angreifen muss, sondern dann halt gleich im Blockspielen Sicherung gleich mitübt, gleich so eine verschiedenen Konzepte. Das hat durchaus auch positive Resonanz gefunden. Ja. So, aber diese Sachen macht ihr dann in der Nationalmannschaft und wenn ihr dann so einen Lehrgang habt, so eine Vorbereitung, wie oft trainiert ihr dann? Wie viele Trainingseinheiten gibt es da? Da gibt es jeden Tag zwei. Auch dann gleichzeitig 1,5 Stunden Kraft und dann nochmal 1 bis 1,5 Stunden Technik, gerade Annahme. Zum Beispiel Zuspiel hinterher und nachmittags dann immer komplex, 2,5-3 Stunden. Da haben wir dann halt wirklich Zeit, uns als Mannschaft zu finden, weil ja doch Spieler rotieren. Ja. Wenn du jetzt mal, also ohne dass ich das negativ irgendwie meine, aber wenn du jetzt mal, Maren, so eine Trainingseinheit nimmst, so eine typische Trainingseinheit, die du so erlebst, würdest du sagen, das ist total abwechslungsreich, viele verschiedene Übungen und immer was Neues? Oder sind das bestimmte alte bekannte Übungen, die für den Trainer altbekannt, die er eigentlich gerne macht und immer wieder macht und dann läuft es einfach? Also im Club muss ich sagen, da hätte ich eigentlich auch schon das Training selber ansagen können, weil es ist eigentlich, jede Woche gestaltet sich gleich. Dann ist vielleicht mal eine Übung ein bisschen anders oder ein Ziel ein bisschen anders, aber es ist der gleiche Ablauf, den von Montag bis Sonntag durchgegangen ist. Ja, aber das heißt, wir können alle Trainer auf dem Niveau sein, weil wenn das alles dasselbe ist, machen wir einfach genau das. Aber das wäre jetzt, das ist doch eine Message hier eigentlich. Das fand ich immer sehr interessant, was Christian halt aus der Männernationalmannschaft erzählt. Ich denke, Vita ist da jemand, der da sehr, sehr, sehr abwechslungsreich ist und das habe ich immer so ein bisschen beneidet. Also da ist viel Abwechslung bei Vita Heim. Das fängt ja mit der Erwärmung an, dass er sich irgendwelche Gegenstände nimmt in der Halle, die rumliegen und dann werden die mit eingebaut. Ob es jetzt ein kleiner Hocker ist, mit dem einmal gespielt werden muss. Also er nimmt, was er findet. Teilweise auch Ballmädchen, die eigentlich Ballroller sein sollen, dann fangen die mal die Bälle ab und dann wird ja mal eine Mannschaft spielt gegen die andere. Dann werden die manchmal gefeiert oder halt dann verflucht, weil sie den Ball nicht fangen. Aber das ist ja dann alles noch locker. Nee, aber da fällt es dann wirklich auf, wie abwechslungsreichen Training sein kann. Und wenn man dann aber wieder im Winter in der Saison einen Trainer hat, der doch relativ gleich seine Übungen gestaltet und ein, zwei Übungen, seine Lieblingsübungen sind, die er so oft macht, die aber trotzdem nie funktionieren, da fragt man sich als Spieler schon, naja gut, sollten wir die dann vielleicht nicht mal austauschen oder so. Ja, vielleicht liegt es aber ja an euch, dass sie nicht funktionieren. Das ist dann die andere Theorie, aber das will man sich als Spieler nicht eingestehen. Muss man dann ja anpassen. Ja, das ist so, man muss die Übung an die Mannschaft anpassen oder die Mannschaft an die Übung. Diese beiden Möglichkeiten hat man eigentlich so. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass ein Trainer da was macht. Ja, aber das ist interessant zu hören, wie Vital Heinen das macht. Vielleicht müssen wir den mal für so ein MOOC interviewen hier und dass der mal so ein bisschen so ein paar Sachen gibt. Also ich sage jetzt einfach mal Vital Heinen, wenn du das jetzt siehst hier. Ja, also ich habe eine Kamera, ich komme vorbei und wir nehmen was auf und dann machen wir einen Vital Heinen Volleyballtrainer MOOC und da wäre ich sofort auf deiner Seite.
Okay.